Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 auf dem PC hier auf der Murgrund. Am 24.12. Ja, natürlich allen erstmal schönen Heiligabend gewünscht. Ne? Wir haben ja auch einen Tannenbaum gekriegt hier auf der Karte. Ne? Aber wir werden den gar nicht so lange bewundern können, denn ich denke mal schon, wir müssen hier los und müssen noch was tun. Denn die Grasmission will fertig gemacht werden, also es wollen noch Ballen eingesammelt werden. Der Drescher will natürlich auch weiter Raps ernten. Tja, Real Life natürlich nicht zu Weihnachten, aber wir sind natürlich hier im Spiel am 24. natürlich mitten im Juni, im Juli unterwegs. Ne? Deshalb müssen wir auch weiter hier arbeiten. So, den stellen wir erstmal ganz einfach wieder ein am nächsten Wegpunkt, damit er hier die letzten Bahnen noch schwadet. Er fährt hier immer noch Wasser. Den lassen wir auch noch ein bisschen weiterfahren. Es war zwar schon einiges im einiges in der Lebensmittelproduktion drin, aber er kann hier noch ein Stück weiter Wasser fahren. So, er muss hier noch ein bisschen was mähen. Denn das sind ja alles dann unsere Grasfelder, die natürlich auch schon in der zweiten Erntereifstufe erntereif sind. Ne? Sagen wir mal hier am nächsten Wegpunkt und dann sollte er eigentlich hier direkt weitermachen. Wenn das soweit klappt, auch das passt. Oh, hier weiß ich nicht, wohin er wenden will. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Da müssen wir jetzt hier mal auf der Karte gucken, wie das aussieht. Er kommt natürlich, ach gut, er kommt von der Bahn. Das war die letzte Feldbahn, letzte Feldreihe, die er gemacht hat. Da stellen wir ihn einfach mal hier 10 Meter weiter hinten wieder ein. Und dann wird er hier erneut wenden. Dann macht er mal hier ein Stück doppelt. Das ist nicht so schlimm. Weil da könnte nämlich dann noch irgendwann unser Wasserfahrer los, um die Felder hier die Steine einzusammeln. Ne? Das wäre eigentlich genau die richtige Aufgabe für den. Das müsste leistungstechnisch natürlich auch schaffen. Ja, wir hatten ja auch schon mal überlegt, ob wir neue Fahrzeuge, was wir uns noch anschaffen könnten oder sollten. Ich hatte da auch schon mal überlegt, wegen LKW, wegen Verteilen. Da hatte auch, ich glaube, Andreas war es geschrieben, besser doch ein Trecker. Ja, ist vielleicht wirklich besser. Wir kaufen uns dann noch einen etwas größeren Traktor. Ne? Vielleicht nicht den allergrößten, aber vielleicht so, ja, oder vielleicht doch ein 9er Fendt oder irgend sowas. Mal schauen, was wir da machen können. Aber aktuell erstmal noch nicht. Wir versuchen erstmal die Ernte noch so weit hier rumzukriegen. Denn bevor wir uns das leisten können, da müssen wir Silageballen verkaufen. Das steht fest. Die, glaube ich, am nächsten Ingame-Tag erntereif werden. Oder erntereif. Komplett vergoren sind. Ne? So, er wird natürlich hier weiter Abfahrer für Feld 22. Er hat wahrscheinlich den Raps gerade hierher gebracht. Ja, da unten steht unser Tannenbaum hier. Mitten im Sommer haben wir hier einen Tannenbaum hingestellt, ja, mit Lichter dran. Na gut. So, die Ballenpresse muss ja auch weiter. Das wären dann die nächsten Silageballen, die wir natürlich irgendwann verkaufen können, weil das sind schon sofort Silageballen, die müssen ja nicht alles abgeben bei einer Mission. Es werden welche übrig bleiben. Also alle können wir nicht verkaufen, ne? Weil ein Teil ist natürlich auch, müssen wir zur Mission abgeben. Und zwar so ziemlich genau Ballenpressen, wenn wir mal hier Details einschalten. So ziemlich genau müssen wir 224.000 Liter abgeben. Und 500, ne? Das werden wir aber trotzdem schaffen. Und es wird einiges für uns übrig bleiben, gehe ich mal davon aus. Ja, hier unser neues Robak-Gerät kommt natürlich noch nicht zum Einsatz. So, dann müssten wir erstmal alles wieder so weit versorgt haben. Es ist eben die Frage, mit wem wir hier die Ballen einsammeln. Am besten wir machen das mit dem großen Glas, der natürlich irgendwann fertig ist. Ne? Dann brauchen wir ihn hier zum Steine sammeln. Ja gut, der müsste natürlich, glaube ich, noch Wiese 21 mähen, ne? Wachstumstechnisch genau ist unsere Wiese genauso in der zweiten Wachstumsstufe, wie man sieht.
Im Grunde genommen haben wir alle Zeit der Welt, ne? Der Schwader könnte dann hier auf die nächste Bahn. Denn wir wären da davon, wären wir ausschließlich Silageballen machen. Von den ganzen Feldern. Von den ganzen Wiesen. Denn heutechnisch, glaube ich, müsste man. Wir haben jetzt hier drin 500.000 Liter Heu. Also da sollten wir schon über die Runden kommen mit unserer, was wir hier brauchen. Denn der Fütterungsroboter wird auch voll sein mit Heu. Genau 300, ja gut, nicht ganz. Aber da werden wir schon eine ganze Weile füttern können. Tiere werden sich, glaube ich, werden sich vermehren oder haben sich vermehrt. Ich glaube, das sehen wir hier. Denn beim letzten Mal, wenn ich mich recht entsinne oder ich verwechsel das wieder mit einem anderen Spielstand. Die haben sich vermehrt hier. Würde ich sagen, 28 Monate, 0 Monate. Wir haben hier neue Kühe hinzubekommen an diesen Ingame-Tag. Ich glaube, da hat man gar nicht geguckt. Ne? Die haben noch keine hundertprozentige Gesundheit, aber die haben sich definitiv erstmal schon vermehrt. Vielleicht sollten wir hier auch den Mod mit drauf nehmen, dieses Animal Vehicle oder ne Quatsch, Enemy Vehicle, Enhanced Animal oder so ähnlich, ne? Dass man die Tiere, dass sie auch sterben können. Ich glaube, gab es ein Update dazu. Sie können praktisch auch mit null Gesundheit auch versterben, was auch eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Und es ist eben doch die Wahrscheinlichkeit da, dass sie sich nicht immer bloß 50 Stückweise vermehren, sondern auch mal, dass eine Kuh zwei Kälber als Nachwuchs bekommt. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, aber mal sehen. Denn über kurz oder lang müssen wir uns auch noch Schweine anschaffen. Ne? Die vermehren sich natürlich dann richtig. Ne? So, das sieht so aus, als wäre er die Bahn schon mal gefahren. So ist es aber nicht. Das ist ja, weil wir die erste Reihe ums Feld nach. Praktisch geschwadet haben auf der linken Seite bei unserem Mähwerk. Von daher sieht das so aus, als wäre die Bahn schon gefahren. Oder nehmen wir ihn hier zum Ballen sammeln? Müssen der große Klaas machen, aber dann müssen auch die Steine sammeln. Denn bodenbeschaffenheitstechnisch, wir müssen auf jeden Fall die 22 pflügen, dass wir die Steine runterkriegen. Die können wir einsammeln. Und es müssen natürlich dann irgendwann die Felder gemulcht werden. Die 13, die 1 und die 20. Das muss auch gemacht werden. Die 23 muss natürlich auch gemulcht werden. Die 22. Oder wir pflügen sie nur. Weil hier unten hat man, glaube ich. Wurde gemulcht, ja, auch gepflügt haben wir es ja nicht. Das hier hat man gemulcht und gepflügt, ne? Das hat man gemulcht und gepflügt. Genau. Wie viel Wasser ist denn jetzt dort in der Lebensmittelindustrie? Ja, fast eine halbe Million. Meine, der Schwader und die Presse, da kann ich nichts wegnehmen, weil das muss weiter laufen. Wir fahren erstmal mit Ihnen hier zu unserem anderen Feld und. Machen dort erstmal noch das Gras ab oder beziehungsweise setzen ihn an, fahren auch eine Runde mit. Weil wir haben es auch 7:26 Uhr, ne, an diesen Julitag. Also es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt wahnsinnig viel. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo müssen wir hin?
Ich glaube, wir müssen gleich die erste Ausfahrt nehmen, oder? Genau. So war's. Ja, wird blockiert, ist immer eine schlechte Meldung. Ich vermute, ich hoffe mal, es ist nur die Ballenpresse, dass man da einen Ballen im Weg liegt. Müssen wir aber erstmal hingucken. So, den setzen wir einfach erstmal hier, stellen wir einfach erstmal hier ab. Dann gucken wir mal nach dem, der da blockiert ist. Sag ich doch. Also sich der eigene Ball mit auf den Weg gelegt. So, muss entladen werden, kann nur der Drescher sein. Der wird auch irgendwann entladen werden. Er ist fertig. Er kann zu unserer eigenen Wiese fahren. Wir machen hier von oben nach unten. Wir machen der 13 einfach weiter. Und bei den Drescher kommt hoffentlich ein Abfahrer oder wo ist der stecken geblieben? Der steht hier. Warum das? Oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, würde ich sagen. Erstens ist der Hänger irgendwie komisch. Der Anhänger. Mir gar nicht aufgefallen im Silo. Und dann sollte eigentlich jetzt die ganze Sache. Ach so. Ach, alles klar. Na klar, wir müssen natürlich CP anschalten. Wir haben ja das Ganze mit Cosplay gemacht, ne? Und dann sollte die ganze Sache jetzt hier funktionieren, oder? Genau, er fährt zum Drescher. Passt. Wir haben ja Abholen, Abliefern bei Autodrive eingestellt, Cosplay-Übergabe eingestellt und natürlich fahren wir mit Cosplay hier den Drescher ab. Da haben wir noch nicht alles ordentlich eingestellt gehabt hier. So, wo ist er? Er hier. So, wir werden natürlich wieder eine Runde mitfahren. Oh, ich sehe gerade, der Weihnachtsbaum steht direkt unten vor der Minimap, ne? Ist ja ein bisschen ungünstig, oder? Nehmen wir den mal, setzen wir den hier hin. Sieht man ja gar nichts, oder? Oder hätte man rechts neben die Minimap stellen sollen? Naja. Ich glaube, das ist vollkommen egal. So, das lassen wir alles so. Wir machen Vorgewende mit scharfen Ecken zuerst. 20% Überlappung. Das sieht alles ganz gut aus. Wir klappen mal hinten aus. Und machen mal links das Schwattblech runter. Und schicken ihn am ersten Wegpunkt los. Müssen wir am besten drin sitzen bleiben. Und das ist unser Schwader, den wir dann einstellen müssen. Fahren wir hier die eine Runde mit.
Weil wir kriegen ja auch in dieser Saison definitiv noch einen zweiten Grasschnitt. Man könnte natürlich auch den zweiten Grasschnitt dann nochmal zu Heu machen oder den jetzt zu Heu machen und den zweiten Grasschnitt zur Silage wickeln auf dem Feld hier. Wir werden hier Silage draus wickeln. Die Ballen einsammeln, die Arbeit bleibt fast dasselbe, weil Heuballen könnten wir größere machen. Und der Schwader muss es immer fahren. Wir schwaden auch die 13 natürlich erst wieder Feld rein und dann Vorgewende. Es ist ganz einfach sauberer. Aber die Feldränder sind ja auch nicht schön, ne? Theoretisch könnten wir sie uns glatt pflügen. Naja, ist klar, wird blockiert. Das war mir jetzt fast klar. So, hier nächster Wegpunkt. Hat man eben schon umgestellt. Dann geht's weiter. Hier hinten ist runde Ecke. Da wird er auf jeden Fall rumkommen. Ich glaube schon, dass sich das lohnen würde, wenn man hier die Feldkanten gerade macht. Weil ich bin auch der Meinung, er fährt dann kontinuierlich etwas schneller, oder? Das ist nur Einbildung. So, wer hat jetzt noch die Arbeit beendet? Die Ballenpresse? Ah ne, der Flug. Okay. Da könnte man ja dann wirklich mit den großen Glas die Ballen einsammeln. So, ihn müssen wir mal hier anhalten. So, dann machen wir mal Schwattbleche beide hoch. Und dann geht es ja am nächsten Wegpunkt weiter. Findet er einen richtigen Weg? Ja, oder? Genau, da darf ich ja weiterfahren. Ja, wir dürfen natürlich dann aber erst morgen, ja zum ersten Weihnachtsfeiertag weiterfahren. Denn für heute ist die Folge schon,
leider schon wieder rum. Ja, dann wünsche ich mir allen noch einen schönen Heiligabend und dann sehen wir uns morgen wieder am ersten Weihnachtsfeiertag. 16 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin. Tschüss.